Was geht ab, ManuSiFighter, Osaru hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Und ich würde sagen, Leute, alle guten Dinge sind drei. Deshalb sind wir heute wieder in dem Super Sitzen Banner. Und zwar, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, vor allem das zweite, Leute, schaut es euch an. Natürlich kenne ich mein Glück und ich habe nur Dupes gezogen. Nur Dupes von Charakteren, die ich schon hatte. Das ihn hier meine ich, ja. Vegeta habe ich schon auf 100% und ich habe einfach drei oder vier Stück von ihm gezogen. Heißt, ich habe nichts davon. Heißt wiederum, in dem Banner habe ich Angst, Rosé und Super Vegeta zu ziehen. Denn ich habe beide schon auf 100%. Weitere würden verstorben, sage ich mal. Vorhin habe ich auch viele gezogen. Mir fehlt nur noch einer, bis ich ihn auf 100% habe. Und das wird alles, wie gesagt, im letzten Video, Leute. Schaut es euch an. Von dem hier auch zwei. Wobei ich eigentlich wirklich nur die beiden wollte. Schauen wir mal unser Glück an, Leute. Wie gesagt, wir haben hier knapp 100 Stones. 93, werden also knapp zwei Multisummen hochgerechnet. Wir hauen aber Single Summon runter, weil wir keinen Bonus von dem Multisummen haben. Und genau, Leute. Wie gesagt, ich hab ein bisschen Angst, ja, davor, dass ich hier weitere Dose und Super Vegetos ziehe. Aber schauen wir mal, wie es hier läuft. Und wir haben schon auf jeden Fall einen guten 17 gezogen. Den könnte ich gebrauchen, um die Essay zu maxen von dem Guilty One. Von dem Agility C17. Ich habe glaube gerade Super 17 zu ihm gesagt. Das ist natürlich C17. Und genau, ihr könnt ihn auch so behalten, denn man kann ihn zum Super 17 erwecken. Ihn und den anderen SR Hellfighter 17. Und mit diesen beiden könnt ihr dann die Essay von Super 17, wenn ihr ihn gezogen habt, maxen auf jeden Fall. Genau, Leute, so das Ganze dazu. Schauen wir mal, wie es hier abgeht. 1, 2, 2 Pots, okay. Wird wahrscheinlich eine. Nee, okay, wollte gerade sagen, wird wahrscheinlich eine R-Karte. Wir gehen aber Super Saiyan, haben Super Saiyan 1, 2, Super Saiyan 2. 2 Pots. Was heißt das? Hellfighter 17. Ihn hier meinte ich. Könnt ihr auch gerne behalten, auf jeden Fall. Das ist also free farmbare SR, der Super 17. Das solltet ihr nicht vergessen. Gehen wir wieder Super Saiyan. Ihr braucht jeweils für die beiden C17, beziehungsweise 17, Hellfighter 17, diese ganzen 17, Leute. Da sind wirklich sehr viele rausgekommen mit vielen Awakenings. Für beide braucht ihr jeweils 21 Medaillen, um sie zu erwecken. Heißt, 9 Stück bräuchtet ihr von beiden insgesamt. Und dann habt ihr schon was vor, ja, Medaillen zu farmen. 1, 2, 3 Pots. Rainbow. Okay, wir gehen Super Saiyan. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Und wir bekommen Vegeta. Super Saiyan Vegeta. Gut, wir haben noch 68 Stones. Bis jetzt noch kein Esser gezogen. Ich hoffe, wir ziehen zumindest einen. Ja, ich will nicht tot rausgehen in Dead. 1, 2. Mag zwar Single Summon, aber ich will wirklich nicht. Okay, Baseform. Das wird eine R-Karte. Wirklich nicht ohne SSR ausgehen, weil das schmerzt, Leute. Das schmerzt, wissen wir alle. Ich hoffe es mal. Ich hoffe mal, wir ziehen hier einen SSR. Und hoffentlich wird das dann der eine, ja. Schauen wir mal, Ich will nicht zu viel erwarten. 1, 2, 3, 4 Pots, okay. Wir gehen Super Saiyan. Wie üblich, Gott sei Dank. Super Saiyan 1, 2. Okay, Super Saiyan 2, 4 Pots. Tarbel. Es ist Tarbel, Leute. Es ist Tarbel. Dann würde ich sagen, Leute, wir sind hier ungefähr bei der Mitte. Lasst uns doch ein Group Sum machen, wenn ihr Lust habt, Leute. Ihr wisst, wie das läuft. Bei dem Banner eurer Wahl, egal welches. Single, Multi, 1, 2 Pots habe ich. Ich ziehe von 3 runter und dann machen wir den mal gemeinsam auf jeden Fall. Wenn ihr was zieht, Leute, was Gutes zieht, haut es mir doch auf Twitter raus. Der @dokkanbattle.de. Das seht ihr im Layout auch oben links. Wenn ihr was zieht, Leute, wie gesagt, @dokkanbattle.de raushauen. Also, ich sehe runter. 3, 2, 1, let's go. Ich bleib Baseform, okay. ich hoffe, ihr seid wenigstens Super Saiyan gegangen und zieht was. Bei mir ist es ein schöner Cell Junior, ja. Sehr schön. Tiny Terror, Cell Junior. Aber ich hoffe, ihr habt was gezogen, Leute, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Herkul to the right, Herkul to the right. Bis jetzt, Leute. Rainbow. Okay, wir gehen Super Saiyan. 40 Stones, glaube ich. Kein SSR. Super Saiyan 2. Okay, schade. Ich habe auf ein 3 gehofft. Nein.
Ich weiß nicht, warum ich so... Klar. Na klar, ich sollte mich freuen. Es ist Rosé, ich habe Glück. Aber ich habe Glück... Glück. Glück im Unglück, Leute. 1, 2... Rosé habe ich auch schon auf 100%. Heißt, der wird verstauben. Ja? Er wird einfach da bleiben. Aber solche Charaktere, Leute, nicht verkaufen, nicht im Barbershop irgendwas, weil ihr könnt nie wissen, da werden auf jeden Fall noch weitere Rose kommen, Super Vegeta und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr diese benutzen, um die Essay zu maxen. Aber Leute, das ist mein Glück. Wenn ihr mal bei mir durchscrollt auf meiner Playlist, ja, oder bei meinen Videos, Dupes everywhere. Ich habe locker 1, 2, 3, 4, 5 Videos davon, wo ich nur Dupes ziehe, Dupes von Karten, von denen ich keine mehr brauche. Und sonst nichts anderes. Super Saiyan 1? Ah, hab auf den Screenbreak gehofft, ja. Kann auch sein beim Super Saiyan 1. Aber Super Saiyan 1 heißt ansonsten halt, dass es wirklich ein garantierter Esser ist. Wir haben einen Esser gezogen, das war Rosé. Ah, 1, 2, wie gesagt, eigentlich geil. Klar, Super Saiyan Rosé. Wenn ihr ihn zieht, freut euch. Aber bei mir, wie gesagt, momentan kann ich ihn leider nicht brauchen, wenn ich ehrlich bin. Yamcha. Wir haben noch ein paar Single Summon haben wir noch. Wie gehen wir raus, Leute? Herko to the right wieder. Ich glaube, in Herko to the right haben wir gerade Rose gezogen. Ah, ja, das wird nichts. Wird eine schöne R-Karte, typisch für Herko to the right. Und es ist Shugesh. Leute, 5 Single Summon to go, 5 Single Summon. Wenn da noch ein SSR droppen würde, ich würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Ein Pots, bisschen schwierig. Das war so klar wirklich. Erst ziehe ich 3, 4 Vegeto, Super Vegeto und dann ein Rosé. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass hier noch weitere. Ich hoffe nicht. Weitere Rosé ziehe ich, hoffe aber nicht. Ah, Leute. Das sind die Dupes, was soll ich dazu sagen? Dupes, die ich aber nicht brauche. Aber ich hoffe dann, werden auf jeden Fall noch weitere Karten kommen, wie gesagt, Herk to the left. Deswegen soll ich Karten immer behalten, ja. Wird auf jeden Fall noch weitere Super Vegeta kommen, ein Rose auch. Wir sind in JP, ja, neuer Ultimate Gohan ist beispielsweise rausgekommen, einen hatten wir schon. Oh, back to back, ich glaube, das waren zwei hintereinander. Deshalb, Leute, aufbewahren. Letzten drei Single. Ein Pot wird nichts. Komm schon bitte, ein Ezer. Okay, danach noch zwei. Wird schwierig. Aber man kann ja nie wissen. Barta. Und vorletzte Single. Schon wieder ein Pot. Komm schon, gib mir wenigstens irgendwas auch noch Base von, wo ich hoffen kann, ja, wo wir das schön abschließen können. Aber nein. Sorbet, alles klar. Ah, alles klar. Der letzte Single, Leute. Let's go, wir nehmen mal raus. Ich erwarte gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Wir haben Narco to the left, okay. Gehen Super Saiyan immerhin. Narco to the left. Wie schließen wir ab, Leute? Super Saiyan 2. Super Saiyan 3! Bitte ein guter Abschluss. Bitte kein Dupe. Bitte. Ja! Let's go, Leute! Let's go! Super Nummer 17 im letzten Single. Alle guten Dinge waren doch 3. Oh. Ich freue mich insane, ja, viele verschiedene, wahrscheinlich nicht viele, also Super 17 war wirklich underrated auch, aber unbeliebt, Leute, sag ich mal, unbeliebt, in JP vor allem. Ich freue mich wirklich, weil ich Extreme Guilty würde ich gerne ausprobieren mit Rosé und ich habe im Kopf was, ja, was ich wirklich liebend gerne ausprobieren würde. Dazu kommt dann das Video, seid gespannt, ich habe mir da wirklich was Gutes ausgedacht. Leute, ich kann es nicht glauben, im allerletzten Single. Oh, ich bin so erleichtert, Leute. Hashtag 1 Single Summon, Shoutout an Bulic. Ich drehe das Video kurz davor, ja, Insider, bevor wir uns treffen. Ich hoffe, also wir gehen fest mal essen und dann werde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Anyways, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, liked es doch, teilt es auf jeden Fall. Abonniert meinen Channel, wie gesagt.
Und falls ich getan habe, Leute, folgt mir auf jeden Fall auf Twitter und schickt mir eure Posts, Leute. Schickt mir eure Posts, was ihr gezogen habt und auch gerne Teambuilds etc. per Privatnachricht. Genau, Leute. Super Sitzen und ich signing off. Peace.